Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Don't Starve. Mittlerweile Tag 49, nach wie vor mit Vess. Und ich möchte mich so ein bisschen auf den Winter vorbereiten. Deswegen ist das erste, was ich mal gleich machen werde, ein Winterometer bauen. So. Was braucht man denn dafür alles? Ich glaube nur Holz und Dings, ja. Genau. Und das stellen wir uns mal hier hin. Wunderbar. Gut, und ansonsten würde ich mich auch so ein bisschen gern auf den Winter vorbereiten. Beim letzten Mal haben wir ja dafür gesorgt, dass wir Büffel direkt neben dem Lager haben, was schon mal eine super Sache ist. Aber ja, jetzt muss ich erstmal ein paar grundlegende Sachen machen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz. Das ist mir so ein wenig ein Anliegen. Also hier müssten irgendwo Dinger sein. Wir könnten auch dieses Ding hier verfolgen. Ich brauche ja eh Holz. Und wenn ich dann sowieso in die Richtung gehe, ist ja kein Problem. Wenn jetzt eine Spider Queen gleich kommen würde, also da hinten sind ja ganz viele Spinnen, wäre das auch kein großes Problem. Schauen wir doch mal, was passiert. Ich folge erstmal einfach der Spur. Ach, guck mal, hier ist ein Schwein einfach. Warum, weiß ich nicht. Ist da vielleicht sogar schon eine Spider Queen? Oder warum war der so weit hier draußen? Ja, der hat hier wohl gegen irgendwas gekämpft. Und wenn ich jetzt zu lange an diesen Dingern rumtanze, dann kommen da auch Spider Queens raus. Wäre nicht so gesund gerade. Vor allem mit dem neuen Update sind die nochmal krasser geworden. Ja, ich hoffe, dass das Ding hier ist. Also das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Ja, gut, dann ist das erstmal gestorben, das Vieh zu fangen. Aber ich wollte ja sowieso eigentlich Holz mir schnappen. Und wir haben sogar gratis Seide abgestaubt. Ist sogar wunderbar. Außerdem brauche ich auch mal wieder Steine ein paar. Es gibt sehr viele Dinge, die ich irgendwie gerade brauche. Sehr wenige Dinge, die ich gerade habe. Ja, ich brauche... wofür brauche ich denn eigentlich Holz? Für allerlei Sachen. Ich brauche zum Beispiel mehr Kisten. Ich würde mir gern einen Holzboden machen. Und wenn jetzt hier so ein Baum aufstehen würde, wäre das auch nicht das Verkehrteste. Die sind nämlich auch ziemlich stark und ziemlich langsam. Was beides zusammen in der Kombination, man kann das sehr gut benutzen, um zum Beispiel damit Spinnen zu töten mit so einem Baum. Also ich glaube, so ein Baumvieh kann zwei oder drei Spinnenköniginnen samt Spinnen töten, wenn man das ein bisschen supportet. Ja, schauen wir doch mal. Aber ich denke nicht, dass da einer rauskommt. Also ich habe es mal in meiner Privat... mit meinem Privataccount mit Wolfgang so ein bisschen provoziert, dass so ein Vieh kommt. Ich musste sehr viele Bäume abschlachten, bis das erste Mal da ein Vieh rauskam. Also ich musste, keine Ahnung, ich habe bestimmt 50, 60 Bäume abgeholzt, bis da das erste Mal so ein Vieh rauskam. Das heißt, ich werde jetzt nicht hier 50, 60 Bäume abholzen, deswegen wird wahrscheinlich auch kein so ein Vieh rauskommen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht aber doch, das wäre ziemlich lustig. Aber wird leider wahrscheinlich nicht passieren. Und da oben ist eine Spider Queen gespawnt. Hier sieht man sie. Ja, eigentlich würde ich ungern gegen sie kämpfen, aber wir haben ja da unten so ein bisschen Swamp-Gebiet. Vielleicht kommt sie ja, also ich weiß gar nicht, ob das genug ist für ein Tentakel zum Spawnen. Wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann werde ich die Spider Queen erstmal Spider Queen sein lassen. Ich würde es jetzt eigentlich auch ungern in die Nähe meines Lagers locken, deswegen verziehe ich mich dann hier lieber gleich. Ich könnte sie zu den Schweinen allerdings locken. Ja gut, lassen wir das erstmal sein. Ich glaube, ich lock sie einfach mal zu den Schweinen runter. Das ist ja nicht so weit. Und die kommt ja einigermaßen schnell mit. Ja, machen wir das heute. Ich sollte halt nicht sterben. Ich habe ja eigentlich einigermaßen viel zu essen dabei und die kann ja nur so kleine Spinnen machen. Da kann man ja gut weglaufen vor. Ja, ja. Aber es wird bald auch Nacht. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen... Müsste sich so ein wenig noch sputen, die Gute. Sonst habe ich vielleicht gleich ein Problem. Ich habe auch gar keine Fackel dabei. Da baue ich mir doch mal direkt eine. Also, just in case. Falls es zu knapp wird, kann ich dann auf die Fackel eben wechseln und dann wegrennen. Ich will halt auch nicht, dass hier noch weitere Spider-Queens rauskommen. Eigentlich wird mir erstmal eine reichen. Ich weiß sowieso nicht, ob die Schweine das gerade schaffen würden. Deswegen schauen wir doch mal. Ach, und das ist schon fast dunkel. Das heißt, da kommen jetzt gleich 10.000 Spinnen da raus. Beeil dich mal bitte, Spider-Queen. Komm schon.
Ich brauche nicht noch mehr Spinnen am Arsch. Eine Spider Queen reicht erstmal. Und du lass mich du in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Da haben wir schon den Hasen, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Schweine sind bei Nacht auch gar nicht aktiv jetzt. Naja, werden wir sehen. Also ich werde die auf jeden Fall noch hier komplett runterlocken und dann werde ich wahrscheinlich einfach heimrennen. Aber wo sind denn hier die Schweine? Ich weiß es gar nicht. Ach, es ist noch ein ganzes Stückchen hier. Also ich glaube, die sind erst noch ein ganzes Stück weiter darunter. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir haben ja zum Glück die Fackel dabei. Und wir könnten, zur Not könnten wir eigentlich auch hier im Baum oder sowas anfackeln und dann hoffen, dass die Spider Queen Feuer fängt. Aber das will ich eigentlich gerade nicht machen. So, schauen wir nochmal. Ich höre eine Biene, aber keine Ahnung, die Biene stört mich ja nicht. So, komm mal her, Spider Queen. Ja, schön hier zu den Schweinen und dann am nächsten Tag werde ich da nochmal hingehen. Ja, jetzt gehe ich erstmal heim. Ich glaube nicht, dass sie mir folgt, aber ich gehe jetzt erstmal heim und ernte mein Zeug und so weiter. Das kann ich ja eigentlich auch in der Nacht machen. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt eine Spider Queen da haben. Und es ist auch sehr cool, dass wir hier einen Dragonfruit haben. Dann können wir nämlich so langsam so ein bisschen anfangen, Dragonfruit zu züchten. Mit Dragonfruit kann man ja Dragon Pie machen, was eine relativ starke Sache ist. Den Bumerang wollte ich eigentlich nicht aufheben. So, schmeißt du nochmal da hin. Und ja, es Winter haben wir noch ein bisschen hin, so wie das hier aussieht. Aber auch nicht mehr ewig. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass uns die Spider Queen gleich überraschen wird. Überraschen in Anführungszeichen. So. Die Nacht wird uns nicht überraschen, da passe ich nämlich auf. Und ich habe auch schon meine Fackel im Anschlag quasi. Ich muss nur einen Knopf drücken, dann haben wir die Fackel equipped. Deshalb sollte das kein Problem sein. Mist. Ach, scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Absolut überhaupt nicht und gar nicht gut. So, dann renne ich in der Nacht erstmal weg. Hier sehen wir, bisher ist nach wie vor nur ein Büffel. Das werden aber noch mehr wahrscheinlich, wenn wir länger warten. Und ich renne jetzt erstmal ordentlich weg. Ich hätte nicht gedacht, dass die Spider Queen mir bis hierher eben folgt. Zum Glück habe ich was zu essen dabei. Dann können wir erstmal abhauen. Und dann werde ich da einfach wieder zurückgehen. Die Nacht ist jetzt auch nicht verschwendet. Also ich meine, ich kann jetzt Gras sammeln. Das wollte ich sowieso irgendwann mal machen. Dann kann ich es auch jetzt machen. Warum auch nicht? Ich hoffe, dass die Spider Queen mir hier eben nicht runterfolgt. Das wäre nämlich extra ätzend. Und die Felder sind natürlich jetzt nicht bestellt. Das ist natürlich auch ätzend. Aber ich wollte sie halt auch nicht... ach ja, ich muss ja... Ich brauche zwei Schläge, wenn ich da mit der Fackel drauf haue. Vor allem mit Vess. Also mit Wolfgang kann man die, glaube ich, trotzdem mit einem Hit killen. So. Naja. Ach ja, ich habe schon ganz vergessen, dass die Tage, dass die Nächte jetzt kürzer sind, zumindest im Sommer. Bin ich sehr froh drum. Aber jetzt wollen wir natürlich zurückgehen zu unserer Spider Queen. Mal gucken, was da los ist. Ich hoffe, dass die nicht mitten in meinem Lager jetzt steht oder irgendwas angreift da. Vor allem nicht den Büffel. Das wäre natürlich extrem schäbig, gerade wenn die Spider Queen den Büffel hier angreift, der in unserem Lager ist. Aber unserem Büffel geht's wohl ganz gut. Und der hat noch keinen Nachwuchs produziert. Und ja, ich weiß, dass es seltsam ist, dass ein einzelner Büffel Nachwuchs produzieren kann. Ach Mist, geht jetzt auch so Jumping Spiders. Das ist natürlich nicht so gut. Und meine Seeds liegen halt da oben quasi unbeschützt rum. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und ja, die Schweine hier sind schon quasi am Arbeiten. Aber der wird halt nicht, also ein einzelnes Schwein wird halt hier nichts reißen. Ja, wie man sieht, hat das gar nichts gerissen. Und die Spider Queen hat da Bock, da oben rumzugammeln, was natürlich extrem schäbig ist. Ach Mann, ey, komm doch mal hier runter, bitte. Hallo. Hallo du, Spider Queen. Oh Mann, jetzt ist sie direkt in der Nähe meines Lagers. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, vor allem dieses Vieh hier, das auf mich drauf springt und mir jedes Mal Schaden macht, wenn es mich trifft. Auch nicht so gut. Komm, geh doch mal kämpfen jetzt, Schweine. Komm schon. Irgendwie ungute Situation jetzt. Die Spider Queen ist mir halt bis zu meinem blöden Lager gefolgt und jetzt will sie nicht mehr mitkommen, oder was? Was mache ich denn jetzt am dümmsten? Kommt sie jetzt? Hallo, Spider Queen? Okay, sie hat mich gesehen. Das ist schon mal sehr viel wert.
Dann folgen sie mir jetzt erstmal wieder, das ist gut. Und auch irgendwie nicht gut, so viele Spinnen. Ich muss da irgendwie mit Feuer was regeln, glaube ich. Feuer ist, glaube ich, gerade meine einzige Chance. Da machen wir uns doch schon mal ein Fäckelchen. Komm mal ran. Okay, die Spider Queen ist schon im Wald. Wenn sie noch ein Stück weiter drin ist, dann mache ich hier den hier und hoffe, dass das was bringt. Oh Gott. Okay. Schauen wir doch mal. Ich fackel hier den Wald ab. Ich glaube ja, Pickhouses können ja nicht brennen. Glücklicherweise, sonst hätte ich jetzt echt ein Problem vielleicht. So, so sollten aber ein paar Spinnen sterben oder zumindest schon mal vorgeschädigt werden. Naja, ich werde versuchen, weitläufig wegzulaufen. Und ja, jetzt haben wir eine Spider Queen an der Backe, die wir so nicht tot bekommen. Ja, nicht so gut. Vor allem hat die halt sehr viele Spinnen jetzt um sich rum. Auch noch. Also sie hat schon sehr viele Spinnen gespawnt eben. Ich habe schon ewig keinen... Ach, jetzt rennt er weg von mir. Jetzt, ich wollte ihn gerade killen. Wir haben nicht schon seit Ewigkeiten kein Dings mehr ran geschafft. Ja, irgendwie läuft der Tag bisher nicht so gut. Und ich hoffe, dass die Vögel meine Dragonfruit-Samen noch nicht gefressen haben. Ich habe ja den Vogel da gefüttert mit allerlei Obst- und Gemüsezeug. Und wenn jetzt meine Dragonfruit-Samen weggefressen worden sind von irgendwelchen gierigen Vögeln draußen, das wäre natürlich noch sehr ärgerlich. Bei den anderen Samen wäre es nicht so wichtig, aber die Dragonfruit-Samen wäre halt ungut. Und der eine Samen glitscht, weil ich den hier rausgeworfen habe. So, ich pflanze erstmal ein paar an. Bisher habe ich noch keinen Dragonfruit-Samen leider. Ah doch, einen. Gut, wir haben einen bekommen. Das heißt, den haben wir schon mal nicht verloren. Das ist schon mal viel wert. Hätten wir den verloren, dann hätte ich mich jetzt geärgert, weil der halt relativ wertvoll ist. Eben damit wir Dragon Pies machen können. Dragon Pies sind sehr stark und das würde ich ungern verlieren wollen. So, da machen wir weiter im Text. Ich brauche Bretter. Einmal, zweimal. Ich brauche nämlich unbedingt eine dritte Kiste. Achso, dafür brauchen wir noch mehr Bretter. Sonst komme ich hier nicht mehr klar mit meiner Ordnung und so weiter. So, die dritte Kiste bauen wir mal hier hin. Okay, Ich habe so ein einigermaßen sinnvolles System. Einigermaßen sinnvoll. Nee, das gehört dann hier rein. Das gehört auch hier rein. So, alles was hart ist, kommt in die eine Kiste. Alles was weich ist, kommt in die andere Kiste. Und alles was nicht wirklich definierbar ist, kommt hier in diese Kiste. Also hier sind so Rohstoffe und sowas und hier ist so... Naja, Seide und alles andere, das halt irgendwie weich ist. Das ist so meine logische Erklärung der Kisten. Und in die letzte Kiste mache ich halt so Werkzeuge und sonstiges, was man eigentlich nie braucht. So, Holz gehört dann in die Kiste. Normalerweise mache ich mir auch noch eine normale extra Kiste für Holz jedes Mal. Aber da habe ich gerade nicht genug Zeug dafür. Und ich brauche mehr Felder bald mal. Deswegen muss ich auch mal die Tage mehr Steine sammeln gehen, weil ich das dafür auch nicht mehr reicht. Und ich muss mal wieder den Honig einsammeln gehen. Es gibt so viel Zeug, das ich noch machen muss. Ich pack mal, glaube ich, ein paar der Seeds hier mit rein, in den anderen Kühlschrank. Also den kann ich schon mal essen. Den werde ich eh nicht benutzen oder den will ich nicht benutzen. So. Zack, zack. Das Holz. Ach ja, das Holz können wir eigentlich im Inventory lassen. Das ist, Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich gegen das Spider-Queen-Problem machen sollte. Eine Möglichkeit wäre natürlich jetzt einen Vogel zu fangen, am besten einen roten Vogel. Und dann mit einem Feuerdart die Spider Queen einmal treffen. Dann hätten wir kein Problem mehr, aber wir haben natürlich wieder den falschen Vogel gefangen. Den wollte ich nicht fangen. Den wollte ich nicht fangen. Und ich weiß gar nicht, warum ich die Fackel gerade in der Hand habe. Und der ist natürlich auch noch weggekommen, ach Mann. Ja gut, die Fackel ist ja jetzt eh wertlos, also die kann ich ja eh keine ganze Nacht mehr benutzen, deswegen passt es schon so. Ich hätte doch mehr Seeds, oder? Ja, dann nehmen wir den Karotten-Seed, um einen Vogel zu jagen. Die sind ja nicht so wertvoll, leider. Ich habe leider auch nicht genug Dings für... Das gehört mir. Ich habe leider auch nicht genug Honig, um was Vernünftiges zu kochen gerade. Und was man hiermit kochen kann, weiß ich leider nicht mehr, also... Ich glaube viermal dieses, viermal Bären bringt nix. Ich bräuchte halt mehr Honig, dann könnte ich ein paar vernünftige Sachen kochen. Und ansonsten
keine Ahnung. Ich bräuchte auch mal mehr Code vor allem. Dann kann ich mir weitere Felder machen. Es könnte tatsächlich sein, ich habe doch sogar 6 Code. Ist das nicht so? Ja, natürlich ist es so. Dann können wir uns noch ein weiteres Feld machen. Das bauen wir dann auch hier hin. Ja, und zum Büffel gehe ich dann später erstmal. Ich müsste echt mal einen roten Vogel fangen. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Dann könnte ich die Spider Queen halt wenigstens tot bekommen. Weiß ich nicht. Ja, da wird sich zeigen, ob das gleich klappt. Also ich habe halt auch leider eine relativ niedrige Rüstung. Und an Pigskin zu kommen, ist ja seit dem Update auch verdammt schwer geworden. Man muss halt jetzt irgendwie ein Schwein tot bekommen, was auch nicht mehr das Leichteste ist. Weil ich dann mindestens 2-3 Hits von dem Schwein kassiere, bis ich das tot bekomme. Vor allem mit West, weil der halt schwächer ist als die anderen Chars. Naja. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Sondern, ja. Ich brauche unbedingt auch mal Honig. Also ich werde jetzt direkt mal Honig ernten gehen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen Honig da ist. Sonst habe ich auch echt ein Problem gleich. Habe ich gleich echt ein dickes Problem. So, ist die Nacht rum? Gut, ich kann laufen. Das ist ja wunderbar. Und ich glaube, da ist ein Vogel in meine Falle gegangen. Schauen wir doch mal gleich, ob das ein roter Vogel ist. Das wäre super. Ach, schau mal an, da ist wieder wenigstens ein bisschen Honig da. Dann sammeln wir doch direkt mal. Ja. So, erstmal wegrennen. Das ist ja das alte Spiel jedes Mal. Die Bienen machen einen ja nichts. Auch mit dem neuen Update machen einen die Bienen nichts mehr, nachdem man kurz dann zurückgelaufen ist. Ist ganz cool eigentlich. Aber auch irgendwie, naja. Und vor allem seit dem neuesten Update, wenn man Glück hat, kann man sogar sehr viel schneller wieder hin, weil die Bienen dann so ein bisschen abhauen vor einem. Man sieht es ja, mich verfolgen nicht mehr alle 4 Bienen, sondern mich verfolgen meistens nur eine, weil die anderen einfach in die andere Richtung abhauen. Was, also die haben es zwar genannt, dass sie die AI verbessert haben, aber naja, ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung ist oder was sie da als Verbesserung definieren. Meiner Meinung nach sind die Bienen jetzt komplett nutzlos. Also sie treffen mich halt nicht mal mehr. Das ist sehr gut für mich natürlich. So, dann schauen wir doch mal. 52. Ja, damit kann ich erstmal leben. Ich bräuchte Steine, ich brauche Kot, ich bräuchte Gras, ich brauche so viel Zeug gerade. Aber ich glaube, ich ein bisschen sammeln gehen. Vielleicht hat der Büffel ja schon einen Babybüffel erzeugt. Schauen wir doch mal. Bist du immer noch alleine? Ja, du bist immer noch alleine. Ja, es dauert wohl ein bisschen. Also ich habe das, wie gesagt, schon 2-3 Mal gemacht, diesen, ich sag mal, Büffel-Klon-Trick. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte da bald mehr als ein Büffel nur sein. Sondern eine ganze Büffelherde quasi. Ich glaube, das Spiel funktioniert so, dass wenn da ein Büffel ist, dass der halt nach einer Zeit halt Kinder bekommt. Also ich glaube, so eine normale Büffelherde ist irgendwie 12 Tiere oder so groß. Und eine Büffelherde kann halt erzeugt werden, wenn ein Büffel alleine irgendwo ist. Und dann wird er halt, das wird halt dann so lange aufgefüllt, bis ich dann mal wieder meine 10 oder 12 Büffel habe. Das heißt, ich kann eigentlich auch Büffel töten, wie ich lustig bin. Die respawnen halt nach einer Zeit. Und indem ich den einen Büffel eben hierher gelockt habe, denkt das Spiel jetzt, dass der nicht mehr zu der anderen Herde gehört, weil die andere Herde so weit weg ist und deswegen bekomme ich hier neue Büffel. Oder sollte neue Büffel bekommen. Und vor allem, ich habe da oben auch Grasland. Wenn ich es richtig verstanden habe, also das auch, das müsste nicht aneinander grenzen sein, glaube ich, oder? Ja genau, das grenzt auch nicht aneinander und normalerweise gehen die Büffel auch nicht hier raus. Also das wäre jetzt sehr ungewöhnlich für den Büffel, wenn er jetzt hier runterlaufen würde, weil er hier doch Waldgebiet müsste. Hallo Büffel. Ich erzähle gerade, dass das ungewöhnlich ist, was du machst und dann machst du es trotzdem einfach. So haben wir aber nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet, Büffel. Geh mal schön wieder zurück in die andere Richtung. Ich will nicht, dass du hier abhaust. Das ist allerdings sehr interessant. Versucht er jetzt tatsächlich noch zurückzulaufen? Also vielleicht haben sie es auch gefixt, dass man das nicht mehr machen kann, diesen Trick eben. Das weiß ich nicht. Das könnte natürlich echt in dem neuesten Update so gewesen sein. Ja, aber der wird schon da bleiben, hoffentlich. Was man auch machen kann, wenn man sie relativ schnell wohin locken will, kann man sie einmal schlagen und dann greifen sie einen ja an.
Und irgendwann hört er dann auch auf, einen anzugreifen. Normalerweise hör mal auf, mich anzugreifen. Okay, irgendwann wird er dann wieder normal. Und jetzt habe ich ihn halt hier. Hier würde er mich auch nicht stören. Von daher Mission accomplished, würde ich mal sagen. Und von da kommt er auch, glaube ich, nicht mehr weg. So, wir haben einen schwarzen Vogel gefangen. Das ist eigentlich gut. Ich brauche aber einen roten Vogel, um Fire Darts machen zu können. Deswegen, ja, blöd. Aber wir töten ihn trotzdem. Ja, bekommen eine Crow-Feder. Ach, damit könnten wir... Ach, wir können auch mit Bären baiten. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, man kann nur mit Seeds baiten. Aber wenn wir auch mit Bären baiten können, dann machen wir das doch mal. So, jetzt habe ich aber mir Honig geschnappt. Jetzt kann ich wieder ein paar vernünftige Sachen kochen. Wo ich weiß, dass was Vernünftiges rauskommt. Also das wird schon mal was Vernünftiges. Mit dem Bären weiß ich gerade gar nicht, leider. Wie gesagt, die Rezepte wurden ja auch leicht verändert. Und ich habe auch noch nichts gesehen. Es gab ja auch Hotfixes, ein oder zwei Hotfixes gab es mittlerweile. Ich koche einfach mal drauf los. Es könnte sein, dass das mit dem Bären, dass das hier alles wettgut wird und ich das komplett verschwendet habe. Ne, das hier ist richtig geworden. Das waren drei Bären und einmal Honig. Das waren, ich glaube, zwei Bären und zweimal Honig. Gut, das scheint zu funktionieren. Zwei Bären und zweimal Honig, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich schreibe mir das, glaube ich, direkt mal auf. Zwei Bären und zweimal Honig. Funktioniert. So. Das schreibe ich mir gleich mal auf meinen schlauen Zettel. Weil zwei Bären und zwei Stickies funktioniert ja nicht mehr. Deswegen, ja. Das hat mich so ein bisschen off-guard auch getroffen. Ich habe halt sehr viel mit Bären immer gekocht. Und dann ging das Rezept auf einmal nicht mehr. Und ich habe erstmal eine Ladung Wettgub gekocht. Und war so ein bisschen verwirrt darüber. Naja. Wir bräuchten immer noch einen roten Vogel, aber bisher haben wir echt nur Krähen in der Nähe, was echt nervig ist. Haben wir vielleicht nicht noch irgendwo eine rote Feder zufälligerweise? Nee, aber wir haben einen Bumerang. Mit dem Bumerang könnte ich eigentlich auch versuchen, zumindest das Vieh anzuhitten ein paar Mal. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ob das gut ausgehen wird, ich weiß es nicht. Aber das werde ich sowieso in den nächsten Part machen. Ich glaube, der Part hier ist schon wieder etwas lang auch geraten. So, schauen wir doch mal bei unserem Büffel vorbei, ob der immer noch versucht abzuhauen. Ja, der versucht immer noch hier abzuhauen, aber von hier kann er gar nicht mehr abhauen. Das war beim letzten Mal aber bei mir echt nicht so. Also normalerweise, wahrscheinlich haben die ja wieder irgendwas geändert und das halt nicht dokumentiert. Das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Eigentlich ist Don't Starve ein ziemlich cooles Spiel und so weiter und ich mag eigentlich auch die meisten Updates und sowas zu machen. Aber es gibt halt immer so unglaublich viele Sachen, die einfach nicht dokumentiert sind. Weder in den Patchnotes, noch irgendwie, keine Ahnung, das muss man halt alles selber immer rausfinden nach den Updates. Und das ist halt sehr nervig, wenn man dann schon sehr weit ist und dann auf einmal irgendwas passiert, das halt nicht erwartet ist. Ja, und dann stirbt man halt und das ist nicht so schön. So, können wir noch irgendwas treiben, was sinnvoll ist? Also ich muss mal überlegen, was haben wir denn schon in unserem Lager geschafft? Wir haben wahrscheinlich bald Büffel, okay. Ich könnte ein paar Hasenfallen machen. Haben wir nicht hier in der Nähe Hasen? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann mache ich mir mal zwei oder drei Hasenfallen. Dann müssen wir die nicht jagen gehen, sondern können die einfach immer uns sofort schnappen. Ansonsten Bugnet brauchen wir alles nicht. Birdtrap brauchen wir auch nicht. Das haben wir schon das Beste. Achso, ich sollte vielleicht auch mal hier hingehen. Okay, das interessiert mich ja alles nicht. Okay, das haben wir ja. B-Mines. Ja, ich sollte auch mal B-Mines irgendwann machen. Ich habe gehört, die sollen relativ gut sein. Die B-Mines. Das könnten wir vielleicht mal versuchen, ein paar B-Mines eben zu erzeugen. Woodwall, Pickhouse, Stonewall. Das interessiert mich ja alles weniger hier. Was gibt sonst noch hier? Ach ja, ein Eisstuff. Aber ich habe noch nie... ich habe noch nie einen blauen Gem gesehen. Und die Panflöte haben sie auch hart genervt. Also man braucht halt jetzt hier eine Mandrake, um eine Panflöte zu bauen, was halt völlig krass ist. So, aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und ja, beim nächsten Mal werden wir schauen, was wir treiben. Ich weiß selber noch nicht so genau und damit verabschiede ich mich und sage tschüss.